Glaubt ihr das? This is what St. Paul said. Das ist, was der heilige Paulus sagte. St. Paul was not a believer in Jesus. Der heilige Paulus war nicht ein Glaubender an Jesus. He had all the other knowledge. Er hatte viel anderes Wissen. He wanted to persecute Christians. Er wollte Christen verfolgen. He went to Damascus to arrest Christians. Und er ging nach Damaskus, um Christen zu verfolgen. But on the way, something happened. Aber auf dem Weg dorthin geschah etwas. A light visited him. Ein Licht hat er empfangen. A wisdom came to him. Eine Weisheit überkam ihn. And the darkness was expelled. Und eine Dunkelheit musste weichen. And he became illumined. Und er wurde erleuchtet. In 3 days' time. All his original understanding changed to a new understanding. Und in 3 Tagen wurde sein gesamtes Wissen verändert. He went to Damascus. Er ging nach Damaskus. He began to preach Christ. Und dort begann er Christus zu predigen. It is whose work? Und wessen Arbeit war das? Is it the work of St. Paul or the work of God himself through Holy Spirit in the heart? In the mind of St. Paul. War es das Wirken des heiligen Paulus oder nicht vielmehr das des Heiligen Geistes in seinem Verstand? This is what I say, wisdom. Und das ist Weisheit. Do you believe in such type of a wisdom? Glaubt ihr an diese Art von Weisheit? So therefore St. Paul says, now I consider Christ is the only God. Darum sagt Paulus jetzt, erkenne ich, dass Christus der einzige Gott ist. King of ages. König der Ewigkeit. Incorruptible. Unvergänglich. Invisible. Unsichtbar. The only God. Einziger Gott. I know what you are thinking. It will be difficult to proclaim this to all other religion people. Ich weiß, was ihr denkt. Es wird schwierig werden, den anderen das so zu verkaufen. Now he spoke this in Mariazell. Und Papst Benedikt sagte das in Mariazell. To the public. In der Öffentlichkeit. It was transmitted in the air. Und es wurde auch übertragen. It was taken up as a debate. In the public. Und es wurde auch gesandt eben. That's why we are called to believe the mysteries, not what ordinary people can, what people can understand. Wir sind eben gerufen, an diese Geheimnisse zu glauben und nicht das, was normale Menschen so gewöhnlich verstehen oder glauben. When one person is convinced about this, wenn eine Person von dem überzeugt ist, God will take him in helicopter all over the world. Wird Gott diesen einen herausfassen und im Helikopter über die ganze Welt tragen? Yes, Trevor, you wanted to say something. Was wolltest du sagen? Also. Two things. So one is that, you know, there's a lot of talk in India about conversion and everything. So one thing the way I understand is God reveals himself to us and asks us to bear witness. That is all we have to do. The work of conversion is the work of the Spirit. So yeah. We think we have to convert, but we don't have to convert. And even John chapter 1, verse 9, the true light that enlightens every man was coming, that the true light that enlightens every man was coming into the world. Yes. So same thing. You say something? Also es ist nicht unsere... I will say that. That Trevor is telling in context of India that many people say people are converted. Also viele Leute glauben, dass sie bekehren müssen. In India, Christians are converting Hindus. In Indien tun Christen zum Beispiel die Hindus bekehren. It is not like that. Es ist aber nicht so. We are not converting anybody. Denn wir tun niemanden bekehren. It is the Holy Spirit. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Working in the heart of these people. Der in den Herzen dieser Menschen wirkt. And they are illumined. Und so werden sie erleuchtet. So as it is written in John's Gospel chapter 1:9. Und wie es im Johannes Evangelium 1:9 steht. Which says the true light which was coming. Wo es heißt, das wahre Licht ist in die Welt gekommen. Which enlightens everyone. Welches jeden Menschen erleuchtet. Everyone. Jeden Menschen. Yes. Wir haben ja alle Menschen auf dem Herzen, die noch nicht bei Jesus, bei Gott sind. Sind sie da
für sie zu beten als für ihn zu sprechen. Should we pray for the people that don't know Jesus, or should we speak to them? We should do both. First, we should pray. In erster Linie beten, aber wir sollen beides machen. First, even before that, first we believe this. Also in allererster Linie müssen wir selber glauben. Yes. When we believe this, wenn wir glauben, this faith become a light, or the other symbolism I said is a flower blossoming in us. Wird dieser Glaube zu einem Licht für andere oder, wie ich schon sagte, zu einer blühenden Blume? Ja, aber das scheint manchmal genau umgekehrt zu sein, weil ich bete auch für Menschen, die früher zum Beispiel auch Drogen genommen haben. Und ich habe das Gefühl, dass das am Anfang dann noch schlimmer wird, wenn ich für sie bete. Also, dass sie noch aggressiver werden. She has the feeling when she prays for people that they get even more angry. No. See, even if they can be angry, they can be violent, that has nothing to do with your prayer. Sie können aggressiv oder gewalttätig werden, aber das hat nichts mit ihrem Gebet zu tun. That can be something else. Das kann etwas anderes sein. And even if they be aggressive, you don't stop your prayer. Und selbst wenn sie aggressiv werden, hören sie einfach nicht zu beten auf. Der Böse will ja nicht, dass sie sich bekehren, dass sie dann besonders angegriffen werden. Anything they can do, but you should not stop the prayer. Also einfach nicht zum Beten aufhören. You should continue to pray. That is our faith. Einfach weiter beten, und das ist unser Glaube. Suppose they aggressive and they shout at you and you stop praying, also then which is bigger? Also, your faith or their aggression? Wenn, angenommen, wenn die aggressiv werden und sie stoppen jetzt ihr Gebet, was ist da stärker, die Aggression von denen oder ihr Glaube? Ich glaube, dass sie sich irgendwann bekehren. She thinks that they will convert. They will convert someday. Ja. With that hope, you must pray. Ja, mit dieser Hoffnung sollen sie auch beten, ja. And aggressiveness and shouting and screaming is like a suffering which we have to withstand. Und Aggressivität oder Gewalttätigkeit, das sind Dinge, die wir aushalten müssen. Ja. People were aggressive to Jesus. Leute waren auch gegen Jesus aggressiv. People were aggressive to all apostles. Auch gegen alle Apostel. But they did not stop. Aber deswegen hörten sie nicht auf. They did not bother the aggressiveness. Also sie ließen sich davon nicht beeinflussen oder beachteten das nicht. You should keep quiet. You should not respond to the aggressive shoutings. You should keep quiet and pray. Also nicht reagieren auf diese Aggressivität, still bleiben und weiter beten. Okay, so point what I want to bring is, it is not only believing in God, it is believing in Jesus as the universal Savior is important. Also wichtig ist nicht, es reicht nicht aus, an Gott zu glauben, sondern an Jesus Christus als den Erlöser. Yes. Savior of the world. Und zwar als den Erlöser der Welt. In John's Gospel chapter 4, im Johannesevangelium Kapitel 4, that Jesus encounter with the Samaritan woman, wo Jesus mit der Samariterin spricht. And so quickly the Samaritan woman understood that Jesus is the Messiah. Da sehen wir, dass diese Samariterin so schnell verstanden hat, wer Jesus ist, dass er der Messias ist. It is a work of Holy Spirit. Und das war das Wirken des Heiligen Geistes. It is the work of wisdom of God. Es war das Wirken der Weisheit Gottes. And she, the moment she understood that Jesus is the Messiah, in dem Moment, als sie verstand, dass Jesus der Messias ist, then she could not stay there. Konnte sie nicht mehr dort bleiben. It itself bring a spark. And she ran to the city of Samaria. Sie bekam einen Funken und sie rannte in die Stadt Samaria zurück. Yeah. Now you must understand, Samaritans are not so favorable people to Jews. Also ihr müsst verstehen, dass die Samariter nicht so die Lieblingsleute der Juden waren.
So that was at the beginning itself said, you are a Jew, I am a Samaritan, we have nothing und to do Anfang together. Und am Anfang sagte sie ja selbst, du bist Jude, ich bin eine Samariterin, wir haben nichts miteinander zu we tun. We don't even drink water from the same pot from these people. Wir trinken ja nicht einmal aus demselben Krug Wasser. So, breaking the dividing walls of enmity, this woman got friendship with Jesus. Und indem diese trennende Wand der Feindschaft niedergerissen wurde, wurde diese Frau zu einer Freundin Jesu. And she went to city of Samaria and called all the people to the well side. Und sie rannte in die Stadt zurück und rief alle Leute zusammen zu diesem Brunnen. Yes. And then finally, all those who heard Jesus testified. Und schließlich sagten alle, die Jesus hörten, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Das ist in Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 42. So. Please read that again, 41 onwards. Many more began to believe in him because of his word. Lesen wir gemeinsam ab Vers 41. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. And they said to woman, und zu der Frau sagten sie, we no longer believe because of your word, for we have heard for ourselves and we know that this is truly the Savior of the world. Nunmehr, aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Yeah. See, underline the last part. He is truly the Savior of the world. Er ist wirklich der Retter der Welt. Unterstreicht das. Das ist wichtig. World, world. Welt, der Retter der Welt. Yes. So they are not Christians. Und die waren keine Christen. They were not even Jews. Und sie waren nicht einmal Juden. But yet, the true light, which enlightened them. Und doch hat das wahre Licht sie erleuchtet. Yes. So, when this one woman believed, one woman, Samaritan, one woman believed this. She became an agent to transmit this to others and bring all the people to Jesus. Eine Frau, eine Samariterin hat geglaubt und sie ist sozusagen zum Bindeglied geworden und hat andere Leute zu Jesus gebracht. Yes. Are you ready to be that Samaritan woman? Seid ihr bereit, so zu sein wie diese Samariterin? So what is required? Was first ist erforderlich? Thing is your own faith. Euer eigener Glaube. And you must be convinced Jesus is the Savior of the world. Ihr müsst überzeugt sein, Jesus ist der Retter der Welt. If you convince, oh, Jesus is for Christians, for Buddhists, Buddha is there, for Hindus, Krishna is there, for Muslims, Muhammad will save them. That is not our faith. Aber wenn ihr einen anderen Glauben habt, nämlich also die Moslems sollen von Mohammed sich retten lassen, die Buddhisten vom Buddha und so weiter, das ist nicht der Glaube. But in logic, oh, that is good. And probably religion teacher will teach this because he teach all religion. Und normalerweise lehren die Religionslehrer auf diese Art und Weise. Now, where is Bible? Where is the faith? Wo ist unser Glaube? Now you feel a lot of work to do, no? Es gibt viel zu tun, oder? We have a lot of work to do. Wir haben viel zu tun. And that is why this house is a very good theology study center, because here we have everything. We have Jesus 24 hours praying for us. Und deshalb ist dieses Haus hier ein wunderbares Theologiezentrum. Wir haben Jesus hier 24 Stunden bei uns und können im Gebet alles lernen. Yes. You should distribute this flyer to more people and bring them in the next Glaubensschule. Und das nächste Mal sollte die Flyer für die Glaubensschule an noch mehr Leute verteilen. Yes.
and bring more people here. Und bringt mehr Leute her. And then, okay, so when we believe without doubt, wenn wir glauben, und zwar ohne Zweifel, then only that faith become a fragrance of Christ. Nur dann kann unser Glaube zu einem Wohlgeruch Christi werden. Yes. You understand the meaning of fragrance? Versteht ihr die Bedeutung von diesem Wohlgeruch? Suppose here there is a rose flower which is very good fragrance. Stellt euch vor, hier ist ein Rosengeruch, der wunderbaren Duft verströmt. Will this fragrance will be common to Hindus, Muslims and all other religion or not? Wird der gerochen werden können von allen, von Hindus, Moslems, Buddhisten? Yes or no? Yes. Or they say, oh no, this is a Christian flavor. This fragrance is only for Christians. Oder werden die anderen Religionen sagen, nein, das ist eine christliche Rose, also die duftet nur für die Christen. Verstanden? Versteht ihr das? The fragrance, St. Paul says in somewhere, fragrance of Christ. Der Wohlgeruch Christi. Yes. So we can blossom. Also wir können erblühen. Only when you believe Jesus is only God. Jesus is the only God. Wir können nur dann erblühen, wenn wir glauben, dass Jesus der einzige Gott ist. I will tell you something which I am repeating probably. Once a Hindu leader talked to me. Einmal redete ein Hindu-Führer mit mir. Thomas, why you insist that everybody will get salvation only through Jesus? Und er sagte zu mir, Thomas, warum bestehst du darauf, dass jeder nur durch Jesus erlöst werden kann? You are all only 3%. All the 97% you want to believe what the 3% people believe? Ihr Christen macht doch nur 3% aus. Wollt ihr uns 97% von eurem Glauben überzeugen? Why don't you 3% change to 97%? It is very easy. After all, God is only one God. Warum ändert nicht ihr 3% eure Meinung und euren Glauben? Es gibt ja nur einen Gott. What answer should I give? Was für eine Antwort hätte ich ihm geben sollen? Then he said, all religion people have followers. Und er sagte, alle, he said, all religion, alle Religionen haben ihre Anhänger. What way your Jesus is different than all other religions? Auf welche Weise ist denn Jesus anders als die anderen Religionsführer? Yes. Now I have only 2-3 minutes to answer him. Ich hatte nur 2-3 Minuten, um ihn zu antworten. I cannot start talking from Genesis and Abraham. Ich konnte nicht bei Genesis beginnen. So I quickly, Holy Spirit gave me some quick words. Und der Heilige Geist hat mir eine sehr schnelle Antwort gegeben. I began from him. He said, how Jesus is different than all other religion founders. Und ich begann damit, dass ich sagte, wo ist eben Jesus anders als die anderen Religionsführer? I began from that. Von diesem Punkt knüpfte ich an. I said, Jesus said, I have to go to Jerusalem because people are waiting there to kill me. Und ich sagte, Jesus sagte, ich muss nach Jerusalem gehen, denn die Leute warten dort, um mich zu töten. Verstanden? Then I asked him, will anybody go if we know that there are people waiting to kill you? Ich fragte ihn, würde sonst jemand gehen, wenn ich weiß, dass jemand dort auf mich wartet, um zu töten? Will you go? Würdest du gehen, when you know Platz? That there are people waiting to kill you? Würdest du gehen, wenn du wüsstest, jemand wartet dort auf dich, um dich zu töten? He said, I will not go. He said, I will not go. Ich würde nicht gehen. That is the main difference. Und das ist der Hauptunterschied. And why? Warum? He said, they will kill me, but on the third day I will rise again. Warum? Weil er sagte, sie werden mich zwar töten, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. This was his main preaching. Das war seine Hauptpredigt. But at that time many did not understand this. Und zu jenem Zeitpunkt hat das aber noch niemand verstanden. What means resurrection? Was es überhaupt bedeutet, Auferstehung. But Jesus meant that they can kill me, I will offer myself as a
offering, as a sacrifice. Aber Jesus sagte, sie können mich ruhig umbringen, weil ich werde mich selbst als ein Opfer darbringen. But on the third day I will come to life again. Aber am dritten Tag werde ich wieder zum Leben erwachen. Now this man asked me, oh, so he was knowing that he is going to be killed and he is going to live again. Und dieser Hindu-Leiter fragte mich dann, aha, das heißt, er wusste schon vorher, dass er getötet wird und wieder leben wird. Exactly. Ja, so ist es. And so it happened. Und so geschah es auch. They buried him. Sie haben ihn begraben. And then did he rose again? Und dann ist er auferstanden. Exactly as he said, he came to life. Und genau so, wie er es angekündigt hatte, kam er wieder zu leben. Oho, then he must be God himself. Aha, also dann muss er wirklich Gott sein. I said, that is the difference. Which other religion founder had this? Ich sagte, das ist der Unterschied. Welcher andere Religionsführer kann das von sich behaupten? 5 minutes it took for this. Es hat mich höchstens 5 Minuten in Anspruch genommen. And he hugged me. He said, thank you, Thomas. I now have a new understanding. Und er umarmte mich und er bedankte sich bei mir und er sagte, ich habe jetzt ein neues Verständnis von Jesus. That's it. Now I have only planted a seed in him. It may grow up. Und ich habe jetzt etwas in ihn gepflanzt und jetzt soll es dann langsam groß werden. Yes. That is not my business to look into that. Das ist nicht meine Aufgabe, auf das zu schauen. The light will shine in him. Das Licht wird ihn anscheinen. The true light will change his life. Das wahre Licht wird sein Leben verändern. But it is my duty to proclaim this truth. Aber es ist meine Pflicht, dass ich diese Wahrheit verkünde. It is my duty. Es ist meine Pflicht. I am a baptized Christian. I have a duty. Ich bin ein getaufter Christ und ich habe Pflichten. You understand what is duty? Versteht ihr das? Suppose you are working in a school as a teacher. Zum Beispiel, you have to be there 9 o'clock to begin the school. That is your duty to be there at 9 o'clock. Zum Beispiel, wenn ihr in einer Schule arbeitet und ihr müsst ab 9 Uhr lernen, dann ist es eure Pflicht, dass ihr ab um 9 Uhr dort seid. Germans are very good in doing their duty. Die Deutschen sind sehr gut in der Pflichterfüllung. They will leave the Sunday Mass to do the duty. Und sie werden sogar die Sonntagsmesse verlassen, um ihre Pflichten zu erfüllen. Yes or no? Stimmt das? We know the duty. Wir kennen unsere Pflichten. So we must know, as a baptized person, we also have a duty. Und darum müssen wir auch wissen, dass wir auch als getaufte Personen unsere Pflichten haben. Yes. Über den Deutschen wird immer gedacht, sie erfüllen ihre Pflichten. Welche Pflichten erfüllen sie? Und welche Pflichten sind wirklich Pflichten? Which kind of duties? They have the German people. Yeah. And what are the real duties? Yes, this is again. We erfüllen nicht unsere Pflichten. He said we do not fulfill our duties. Yes. What I am telling is not criticizing, but I am just telling it is a new wisdom. It is a wisdom to understand. Yeah. In baptism, we have all these things as a gift and duty given to us. Also es geht nicht darum, dass wir jemanden kritisieren, sondern ich möchte euch nur bewusst machen, dass uns durch die Taufe gewisse Dinge auferlegt worden sind. Up to 40 years I was a good Christian. I was going to every day holy mass. Bis zu meinem 40. Lebensjahr war ich ein guter Christ. Ich ging täglich in die heilige Messe. And, but I never knew this is my duty. Aber ich kannte nie diese meine Pflichten. But at the age of 40, the Holy Spirit began to speak to me, go and proclaim. Und erst mit 40 sprach mich der Heilige Geist an und sagte, geh und verkünde. So I said, that is the work of the priest and sisters, I am a layman. Und ich sagte, das ist die Arbeit von Priestern und von Schwestern, ich bin ein Laie. No, it is your duty through baptism
The whole mission of Christ is in you. You are a missionary. Nein, es ist deine Verpflichtung. Durch die Taufe ist es dir zur Pflicht geworden. Und du bist in Christus zu einem Missionar geworden. And from the moment I understood this, then my baptismal fountain began to flow. In diesem Moment verstand ich das und eröffnete sich der Quelle, dieser Taufquell und begann zu fließen. Yes. I remember now a testimony of a girl who attended this type of a Bible school. Mir fällt jetzt das Zeugnis eines Mädchens ein, das so eine Art Glaubensschule besucht hat. A very simple testimony. Ein ganz ein einfaches Zeugnis. She came on the seventh day of the. Sie kam am siebten Tag. Very joyfully. Sehr erfreut. And she said, she was going in a bicycle. Und sie sagte, sie war mit dem Rad unterwegs. And in a bus stop, there were people waiting. Und bei einer Bushaltestelle warteten Leute. She stopped the bicycle. Und sie blieb stehen mit ihrem Rad. She felt to speak to them about Jesus. Sie hatte den Eindruck, sie sollte mit den Leuten an der Haltestelle über Jesus reden. This is in Germany. Das ist in Deutschland passiert. And she spoke to some young people about Jesus. Und sie sprach zu einigen jungen Leuten über Jesus. Maybe 2 minutes. Vielleicht 2 Minuten. By the time the bus came. Dann kam der Bus. And they went into the bus. Sie stiegen ein. They were very happy. Sie waren sehr froh. They said goodbye to her. Sie verabschiedeten sich von ihr. And after that she was going in a bicycle. Und sie fuhr mit ihrem Rad weg. She felt at that moment a big joy rushed into her heart, and she was not riding the bicycle, she was flying in the bicycle. Und sie spürte, wie eine große Freude sie ergriff in diesem Moment, und sie fuhr dann nicht mehr mit dem Rad, sondern sie flog auf dem Rad. I have first time experienced this. I spoke about Christ to someone, and that moment I felt great power and joy. Auch ich habe das erfahren, als ich das erste Mal zu einem Menschen über Jesus gesprochen habe, wie diese Freude auch in mich gekommen ist. I tell you, this is what we are missing. Und das ist, was uns fehlt. This joy. Diese Freude. This power. Diese Kraft. But this power is released when we proclaim Christ. Aber diese Kraft wird freigesetzt, wenn wir Christus verkünden. I have told this many times. Ich habe das schon oft gesagt. That when I go home, I will feel very tired. Dass wenn ich nach Hause komme, ich oft sehr müde bin. And I will say to my wife. Und dann sage ich meiner Frau. And she feel irritated. Und sie ist ein bisschen nervös deswegen oder irritiert. She said, "When you come to me, you are always tired." Wenn du zu mir kommst, dann bist du immer müde, sagt sie. Okay, I will give you a mic now in your hand. Und sie sagt, ich werde dir jetzt ein Mikrofon in die Hand geben. And see what happens to you. Und dann sehen wir, was mit dir passiert. All your tiredness will go away. Dann wird deine ganze Müdigkeit verfliegen. This is so, you know, my team members in Vienna office were very much worried because I was very tired. I was dead tired. You see, in the bus while traveling, I was lying fully tired. Also, meine Teammitglieder auch in Wien waren oft irritiert, weil ich einfach so müde gewesen bin und auch auf der Herfahrt im Bus habe ich nur geschlafen. But when they saw the video of the Vortrag here, they said, "What happened to you? You are completely different." Aber als sie die Videos, den Vortrag ansahen, sagten sie, "Was ist mit dir passiert? Du bist ein ganz anderer." Why? Because when I began to preach Christ. Wieso? Weil wenn ich beginne, über Christus zu predigen. All angels and all the power of the Holy Spirit, everything begin to work in me. Alle Engel beginnen in mir zu wirken, alle Kraft des Heiligen Geistes. I think faith, not only believing in God, but believing in Jesus as the only God and proclaiming it. Also Glaube ist nicht nur an Gott zu glauben, sondern an Jesus als den Retter der ganzen Welt und dies auch verkünden. Try to speak to someone. Versuch zu irgendjemandem darüber zu sprechen.
And then you will find a fountain is flowing out of you. Und dann werdet ihr spüren, dass ein Brunnen, eine Quelle in euch fließt. And that is why Jesus said, if you are faithful in little things, I will make you responsible for greater things. Und darum sagt Jesus auch, wenn ihr in den kleinen Dingen treu seid, dann werde ich euch größere Aufgaben anvertrauen. Okay, now coming back to the point I began. Kommen wir zurück zu dem Punkt, wo ich begonnen habe. It is wisdom. Weisheit. To grasp this idea is a wisdom of God. Also um diese Idee zu begreifen, brauchen wir Weisheit Gottes. It is a wisdom of God which will convince you that Jesus is the only savior of the whole nations, whole world. Und es ist die Weisheit Gottes, die euch davon überzeugen wird, dass Jesus der Retter der ganzen Welt ist. Let us close our eyes. Schließen wir unsere Augen. Let us ask the Holy Spirit. Bitten wir den Heiligen Geist. Give me that wisdom. Gib du mir diese Weisheit. Give me that true light. Gib mir das wahre Licht. That knowledge. Diese Erkenntnis. That understanding. Diese Einsicht. Maybe all world will be against me. Vielleicht wird die ganze Welt gegen mich sein. But I am with you, Lord. Aber Herr, ich bin mit dir. You are the only God. Und du bist der einzige Gott. You are the only one who has been sent by Father for the salvation of the whole world. Du bist der eine, der gesandt worden ist vom Vater, um die ganze Welt zu erlösen. I believe this, Lord. Ich glaube das, Herr. Oh, this faith and wisdom may transmit to the whole world now. Möge dieser Glaube und diese Weisheit überfließen in die ganze Welt jetzt. All those who hear me now. Alle, die mich jetzt hören. All those who are going to hear through video and YouTube. Alle, die dies über Video und YouTube hören werden, that this wisdom may transmit into their heart. Möge diese Weisheit in ihre Herzen einfließen. That you are the only true God. Dass du, Jesus, der einzig wahre Gott bist. You are the only person who has been sent by Father to save the world. Du bist der eine, der einzige, der vom Vater gesandt worden ist, die Welt zu retten. And it will happen. Und es wird geschehen. Every knee shall bow. Jedes Knie wird sich beugen. Every tongue confess. Jede Zunge wird bekennen. You are Lord. Dass du, Jesus, der Herr bist. Yes, you are Lord. You are Lord. Du bist Herr. Let us sing that again. Singen wir noch einmal. Song du number bist 128. Nummer 128. Let us stand up and as we sing this, let us proclaim this to the whole world. Und singen wir es nicht, sondern verkündigen es, wir es der ganzen Welt. And let Welt. This fragrance transmit to all. Und lass diesen Wohlgeruch an alle übermittelt werden. Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist auferstanden und du bist Herr. Jeden Zungen uns bekennen, dass Jesus ist der Herr. Du bist Herr, du bist Herr, du bist Herr. Du bist auferstanden und du bist Herr. Jesus ist der Herr. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass thank you. Dankeschön. So we have a pause, half an hour break.